Das ist die Braunbärin Mascha im Botanischen Garten von Erevan, der Hauptstadt Armeniens. Mascha wurde einige Monate zuvor in der Wildnis aufgegriffen. Ganz allein wirrt das Bärenmädchen durch die Gegend. Ihre Mutter hatte sie verloren, vermutlich durch einen illegalen Abschuss. Im Alter von nur wenigen Wochen konnte sie allein nicht überleben, weshalb der WWF sie in seine Obhut nahm und wieder aufpäppelte. Samvel Mikaelian ist kein Sternekoch, aber als Veterinär weiß er genau Bescheid, was sich die hungrige Allesfresserin so alles auf ihrer Speisekarte wünscht. Besonders gern mag sie Früchte, vorzugsweise Aprikosen und Granatäpfel. Auf dieser Plantage an der iranischen Grenze werden Granatäpfel angebaut, für die Braunbären wie ein gedeckter Tisch. Bis zu einem Drittel der Ernte ging früher durch den Wildfraß der Tiere verloren, die sich auch von Zäunen nicht aufhalten ließen. Für viele Landwirte, wie auch für Mircic Bojajan und seine Familie, ist das im armen Armenien eine echte Existenzbedrohung. Manche wissen sich nicht anders zu helfen und töten dann das Tier. Um Konflikte zukünftig zu vermeiden, installierte deshalb der WWF in einem Pilotprojekt solarbetriebene Elektrozäune. Wir versuchen hier diesen Granatapfelplantagenbauern zu helfen und haben exemplarisch mal einen Bärenschutzzaun hier installiert. Wir hoffen, dass wir damit halt einen Beitrag leisten können, die Konflikte zwischen Großraubtieren und Mensch damit zu minimieren und somit halt auch zu zeigen, dass eben die Koexistenz von Großraubtieren und Mensch auch unter bestimmten Bedingungen auch möglich ist. Heute ist Maschas großer Tag. Nach 9 Monaten in Gefangenschaft soll sie ausgewildert werden. Für den Transport in die Wildnis muss sie ein Tierarzt betäuben. Nach dem Schuss aus dem Blasrohr dauert es 10 Minuten, bis Mascha fest schläft. Jetzt herrscht Zeitdruck. Nur etwa 20 Minuten bleiben, um Blut- und Fellproben zu nehmen und Mascha ein Halsband anzulegen. Darin befindet sich ein Sender, mit der sie später lokalisiert werden kann. Als Mascha aufwacht, liegt sie schon in der Transportbox. Nun wartet eine 6- bis 8-stündige Autofahrt auf sie. Vorbei am mächtigen Berg Ararat, entlang der sagenumwobenen Seidenstraße, geht es ganz in den Süden des Landes. Maschas neues Zuhause ist ein Schutzgebiet in 2000 Metern Höhe. Der Ort hier ist für die Auswilderung von Mascha ideal. Überall findet sie hier Früchte, Beeren, Pflanzen und Blumen und ist weit weg von Menschen. Dieses hier ist ein erster Schritt, um den Bestand der Braunbären zu sichern und ihnen einen natürlichen Freiraum zu gewähren. Nur noch ein Gitter trennt Mascha von ihrer Freiheit. Damit niemand zu Schaden kommt, muss die Bärin ein letztes Mal betäubt werden. Dann stolpert sie auch schon heraus. Erst einmal nur ein paar Meter, noch ist sie nicht richtig wach. Aber nach einigen Minuten ist es schließlich soweit. Noch etwas wackelig auf den Beinen macht sich Mascha auf in die Wildnis. Ihr neues Leben kann beginnen.